Na, willkommen zurück, meine lieben Freunde des Magischen. Willkommen zurück zum nächsten Part von Europe Empire 2027. Ja, mit Russland in der vierten Staffel mittlerweile. Fahren direkt mal fort, zu gucken, was hier passiert. Ja. Im letzten Part hat Österreich und Frankreich ein bisschen, haben sich ein bisschen gebieft, aber nur Österreich hat bis jetzt angegriffen mit, nee, Frankreich, meine ich, tut mir leid. Frankreich hat mit ein paar ballistischen Raketen angegriffen, aber ist nicht allzu viel passiert. Trotzdem bin ich gespannt, wie das weitergeht, wie sich das weiter verhalten wird. Mit uns haben einige die Kooperation geschlechtert oder sowas, aber ich verstehe es auch nicht warum, aber gut. Und auch ab und zu versucht auszuspionieren zu werden oder so, ne? Aber wir haben alles vereitelt irgendwie. Belgien und Österreich, das ist natürlich die Frage hier. Diplomatie. Österreich, Frieden, Belgien, freundliche Beziehung. Dann sind wir natürlich für Österreich. Also stimmen dagegen. Niederlande, Moldawien. Niederlande, Moldawien. Da bin ich mal gespannt hier. Moldawien, Frieden. Niederlande, exzellente Kooperation. Okay, sie sind da natürlich auf der Seite der Niederlande. Auf jeden Fall. Und in der Technologie gehen, verbessern wir dann wieder unsere Truppen. Weil das ist geil, wenn wir die verbessert haben. Artillerie ein bisschen üblicher halt. Denn es kommt ganz gut. Ja, gibt es irgendwas zu erzählen? Ja, unter anderem haben wir heute das. Vielleicht hat sich heute das Vergnügen im Zug. Also, ich weiß nicht, was es genau war im Zug. Also, um kurz mal Hintergrundgeschichte zu erzählen, aber dass es auch irgendwie Sinn ergibt. Mein Cousin hat studiert in Aachen Informatik, aber wird jetzt sein Studium einfach aus Stressgründen und sowas. Und auch weil er auch kurz vor dem Burnout stand, unterbrechen bzw. abbrechen. Was genau ist er sich noch nicht ganz sicher, ob er es komplett abbricht oder halt unterbrechen später weitermacht. Polen erklärt den Krieg an Österreich. Na, geht ja früh los hier, ne? Auf jeden Fall, und er war, als er klein war, also ich meine, er ist jünger als ich, ne? Also er ist viel älter als ich, ne? Aber das ist das, was ich auch also aus Erzählungen und sowas kenne. Und zwar, als er klein war, war er immer so, er wollte immer Lokführer werden, so, ne? Mit Belgien und Bulgarien. Also wie andere halt irgendwie Feuerwehrmann oder so Polizist werden wollten, wollte er immer Lokführer werden. Und naja, jetzt hat er angefangen, dann doch sich beworben für eine Stelle bei der Deutschen Bahn als Lokführer. Die haben ihn aber sofort abgelehnt. Dann ist er noch zur regionalen Zuggesellschaft gegangen, zur Transregio. Die haben ihn genommen. Und er hat auch schon lange vorher, bevor das alles feststand und sowas, also dass sie ihn nehmen und sowas, hat er sich schon auf dem PC einen Simulator runtergeladen, einen Zugsimulator zum Üben und sowas. Weil du musst ja halt Zug fahren. Also man denkt, das ist so einfach mit Zug fahren, aber also halt ne, ein bisschen da fahren. Ne? Man muss ja nicht mal lenken oder sowas, aber ja, nee, das ist es nicht. Also das ist schon eine andere Herausforderung auf jeden Fall. Das ist schon richtig krass. Du musst hast echt viel zu beachten, du musst echt viel tun. Du musst die ganzen Signale musst auswendig lernen, also wie wenn du halt jetzt Auto fährst, musst, die ganzen Zeichen und sowas. Aber nicht nur das, also das ist wirklich viel, viel Arbeit. Das ist sehr, sehr anstrengende Arbeit. Da hatte ich ja diesen Simulator runtergeladen. Das Interessante ist, das ist nicht irgendein Simulator, das ist ein Simulator, den hatte ich gekauft. Das ist der Simulator, also nicht der, es gibt auch andere noch, aber einer von denen, der auch benutzt wird für die richtige Ausbildung. Das heißt, da ist wirklich alles drin. Opel, ja gut, passiert aber auch nicht so viel, ne? Ja, und auf dem Simulator bin ich in den letzten Ferien
bin ich mit ihm auch gefahren. Ich habe den ICE von Düsseldorf Hauptbahnhof nach Köln Hauptbahnhof gefahren. Die Strecken sind auch alle real. Also die Strecken sehen alle, also alle Züge, die man sieht auf der Strecke, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre und dann kommt ein Zug an mir vorbei. Das ist alles realistisch. Das ist alles nach Fahrplan, wie das in echt ist. Die fahren alle nach Fahrplan wie in echt. Und alles, und auch die Strecken sind alle ausgescannt, abgemessen. Heißt, die Bäume, die da stehen, stehen da auch in echt und so. Die Gebäude, die da sind, sind in echt da. Alles, woran man vorbeifährt, ist alles echt. Also, es ist wirklich, wirklich gut. Und man muss wirklich alles beachten, was man echt im Prinzip auch beachten muss. Das ist richtig krass. Es ist richtig, ich habe es zwar gut gemeistert, also ich muss sagen, doch war sehr souverän, ich habe zumindest keinen Fehler gemacht. Das ist halt so beim Zugfahren, dass wenn man, also man muss, wenn ein Signal kommt, ne, egal was für ein Signal kommt, auch wenn jetzt ein Signal kommt, was dir sagt, dass du in 5 Kilometern nur noch 100 km/h fahren darfst, ne, als Maxgeschwindigkeit, musst du immer einen Knopf drücken, mit dem du bestätigst, dass du dieses Signal gesehen hast, ja. Also wenn du das nicht gesehen hast, dann, ja, dann ne, ist blöd. Heißt, du musst bestätigen, dass du ja sagst, ja, ich habe das Signal wahrgenommen. Ich weiß, dass das ist. Und Zypern hat den Krieg in Belgien, alles klar. Erklärt auch den Krieg in Belgien, was ist denn los, Alter? Jetzt schon in der zweiten Folge. Ja, genau, also auf jeden Fall ist das das Ding. Und wenn du das nicht bestätigst, dass du das gesehen hast, ne? Also es gibt auch ganz viele andere Sachen, wo das noch passieren kann. Wenn du zu schnell fährst an bestimmten Stellen, wo du das nicht darfst oder so, dann, oder halt, du musst auch alle halbe Sekunde den SIFA-Knopf drücken. SIFA steht für Sicherheitsfahrt, kann man sich denken, glaube ich. Und den musst du halt alle halbe Minute einmal drücken. Und wenn du das dann zu lange nicht drückst, dann kommt einfach so eine nervige Stimme, die sagt dann immer: SIFA! SIFA! Wenn aber noch, wenn du das noch immer nicht machst, dann wird der Zug halt irgendwann naja, wird halt zwangsgebremst. Also der Zug wird dann zwangsgebremst. Und du brauchst dann erstmal eine neue Erlaubnis vom Fahrdienstleiter, dass du weiterfahren darfst und dann die Fahrt wieder aufnehmen darfst. Das ist zeitschwierig, das ist natürlich auch viel Verzögerung dann. Dann gibt es wieder hier und dies und das. Wegen halt Verspätung und allem. Ja. Und dann, weiß nicht, also wir sind aus dem Bahnhof rausgefahren. Halt nach der Schule dann halt, ne, aus dem Bahnhof raus. Und direkt kurz danach, der hat noch nicht mal wirklich schnell beschleunigt, der war vielleicht so 10 km/h oder sowas, ne? Gibt es auf einmal so ein Piepgeräusch. So ein Piep. Also wie wäre so ein Warnsignal wäre sowas. Und der Zug bremst, also das war eine Vollbremsung, war das. Das war nur nicht so eine harte Vollbremsung, weil es jetzt nur 10 km/h waren. Also hat man es nicht so stark gemerkt, aber es war schon krass, ey. Ab und dann stehen wir mitten da, kurz nach dem Bahnhof. Und nichts passiert. So. Das war direkt der Moment, wo ich mir dachte, so. Hat der etwa Signal überfahren oder irgendwas nicht bestätigt? Weil das kam mir vor, wie das eine Zwangsbremsung wäre, einfach wegen dem Piepen auch. Da ist halt aus wie eine Zwangsbremsung. Dann dachte ich, okay, dann braucht er jetzt erstmal eine weitere Fahrerlaubnis wieder, ne, vom Fahrdienstleiter, eine neue. Ich weiß nicht, also er ist recht schnell weitergefahren. Also er ist wirklich, also wir standen vielleicht 2 Minuten oder so, dann ging es wieder los. Entweder hat er die schnell bekommen oder es war keine. Oh, Kennebrief Belgien an. Oder es war keine, wie heißt das jetzt? Keine Zwangsbremsung, sondern der hat einfach so gehalten, weil irgendwas anderes war. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, es ist keine Ahnung, wie der Zwangsbremsung, weil so ein Piepgeräusch. Also nicht dieses normale Quietschen von den Bremsen, sondern wirklich so ein Piepen, so ein konstantes Piepen. Genau. Also, keine Ahnung. Das war halt komisch, sowieso, alles klar. Der wieder irgendwas hat der Scheiße gebaut oder was? In Belgien kriegt der Krieg in Österreich. Da schreibt mir überall ein, ne? Bei Belgien und Österreich, die Länder holen wir uns dann. Easy. Also geht daran. Keine Oberteile von Österreich. Deutschland Oberteile von Belgien. Belgien kriegt Dänemark zurück. Frankreich schießt ballistische Raketen nach Österreich. Luxemburg greift Albanien an. Alles, jetzt hier schon ab! Russland? Also nicht Russland, aber hier. Alter, what the fuck? Lass mal mitmachen. Mit Belgien haben wir eh keine gute Beziehung, ne? Oder? Nee, ne?
Wenn ich jetzt noch kurz mal gucke. Mit wem haben wir denn alles Militärallianzen hier? Mit Frankreich, mit Deutschland. Deutschland hat die auch angegriffen, heißt, wir greifen dann auch an. Auf jeden Fall. Schon sehr früh im Spiel Krieg, aber so läuft das nun. Wenn die da nicht, wenn die Scheiße bauen, dann helfe ich natürlich meinen Verbündeten hier. Belgien wirklich mehr? Ich bin gerade tatsächlich ganz ehrlich gesagt, unsicher. Ah doch, da oben haben die Tatsache so ein bisschen was. Tatsache, okay. Dann schicken wir die natürlich dahin. Gut. Mal sehen, was passiert so. Natürlich krass, wenn wir direkt Belgien einnehmen könnten. Das wäre ganz gut. Belgien ist jetzt nicht das größte Land, aber auch nicht allzu kleines Land. Die sind ganz in Ordnung. Den Anfang. Dann wäre es einmal ein Land weniger, was hier in den Nachrichten auftaucht. Das heißt, ein bisschen weniger zu scrollen. Auf jeden Fall. Alles geht hier ab in diesem. Hä? Bruder? Das ging bis jetzt noch keine Staffel so krass ab, oder? Dass wir in der zweiten Folge auf einmal schon mit allen Krieg haben, Bruder. Hä? Italien, Provinz Österreich. Deutschland überwiegt Italien. Nehmen wir hier. Bums da. Oh, wir haben Belgien erobert. Tut mir leid. Lol. Danke. Wir haben Belgien. Jetzt gehen wir nach Österreich, oder wie? Nee, nach Albanien. Nach Albanien, würde ich sagen, ne? Albanien und Österreich. Gucken wir jetzt mal, bei wem wir die beste Beziehung haben. Je nachdem können wir dann auch das andere Land dann angreifen. Diplomatie. Albanien und Österreich. Albanien, exzellente Kooperation, Österreich, Frieden. Heißt, sie greifen Österreich an, okay. Waffen kaufen, Spionagezentrum. Aber wenn wir Österreich auch noch bekommen würden, wäre natürlich direkt krass, ey. Das wäre schon richtig wieder so. Bam, Bruder. Hätten wir sagen, wir schon mal ein bisschen in Mitteleuropa ein bisschen mehr ausgebreitet. Wäre krass. Aber Österreich hat ja keinen See, ne? Okay, also können wir halt nicht mal das Wasser angreifen. Was machen wir denn dann da? Wie gehen wir da denn jetzt vor? Weil, hä? Das geht? Als ob das funktioniert. Nee, ich wollte gerade sagen. Das wäre auch komisch gewesen. Nee, drüber kriege ich die auch nicht angegriffen, ne? Das ist natürlich tragisch jetzt. Und wenn ballistische Raketen, ne? Und biologische Waffen. Dann machen wir das so. Ich will einfach nach Österreich. Gibt es da jetzt noch welche oder sind alle tot? Bei 4,5 Millionen Toten. Also, die haben das nicht über 10 Millionen, Alter. Ja, die gibt's noch. Die sind noch da. Österreich sucht Hilfe von Bulgarien, Alter. Man kennt's wieder. Polen droht uns. Ist auch mal halblang Polen. Fehlgeschlagen. Alles klar. Schweden erobert.
Albanien. Okay. Oder wir gehen vielleicht nach Italien. Italien ist auch ein ganz geiles Ziel eigentlich, ne? Wie sieht unsere Diplomatie mit denen aus? Dänemark wäre natürlich, Italien wäre natürlich ein richtig krasses Land, ne? Aber wir haben ja eine Militärallianz mit denen, ne? Gut, was machen wir da nun? Aber Polen wollte mit uns Beef haben, ne? Wie sieht das unsere Verbindung mit denen aus? Ja, die wollten Beef haben, die kann ich Beef geben, Alter. Die machen richtig down. Waffenstillstand. Ich erkläre Polen den Krieg, Alter. Da können wir zumindest Truppen hinschicken. Kriegsraum. Truppen. Polen. 25%. So, Polen. Da habt ihr, was ihr haben wollt. Kann ich noch zusätzlich noch eine Seeinvasion machen nach auf Polen? Seeinvasion. Polen. Achso, geht nicht, okay. Ich kann ja nochmal angreifen mit ballistischen Raketen, oder? Mit nuklearen Bomben. 90 Stück. Also, die haben alle abgewehrt. Alles klar, Bruder. Muss ich jetzt aber los hier. Also, ob die alle abgewehrt haben. Was passiert hier nun? Wenn Polen einnehmen würden, wäre das natürlich ultra krank, Alter. Erst dann erklärt den Krieg an uns. Ja, die nehmen wir auch locker ein, Alter. Was will Estland von uns? Portugal denkt, die Kooperation, die jucken mich auch nicht, ganz ehrlich. Die Portugiesen, was wollen die denn? Wieder militärische Aufklärung, die fehlgeschlagen ist hier. Italien zerstört Österreich. Wir überwältigen Estland. Was liegt uns die Truppen ab? Wir erobern wichtige Städte in Russland, in Polen. Ja, Bruder, Estland auch kein Problem, machen wir auch fertig. Was haben wir noch hier? Österreich und Frankreich. Ja, wenn ich definitiv auf Frankreich setze, mit denen habe ich keinen Krieg. Gut, dann Technologie. Weiter auf die Truppen gehen. Weil die sind ja die wir am meisten brauchen im Prinzip. Ja, und Evasion. Evasion kann man auch noch machen. Das sind nur die Sachen, die wir am meisten brauchen halt. Gut, dann zeig mal her. Dann gehen wir mal Krieg machen mit den Istnen. Oder da reichen 200.000 Truppen wohl für Estland. Ich habe Polen 600.000, werden wahrscheinlich auch reichen, Alter. Mann, die sind ja auch schon recht gut aufgelevelt jetzt, ne? Sie werden wohl regeln. Was habe ich ja gesagt, auch noch Atombomben. Polen können zwar alle abwehren, aber Estland wird das nicht schaffen. Aber gut, ich hätte aber auch warten können, dass die alle abwehren. Aber ich wollte jetzt nicht da noch mehr hinschicken. Am Ende werden die alle doch nicht ab und dann werden die verteilt auseinandergenommen, Alter. Ich will die einnehmen und ja nicht komplett zerstören. Das haben wir ja schon gemacht mit den komischen hier, mit den Schweizern, ne? Also wollte ich jetzt nicht nochmal machen. Estland haben wir schon mal erobert, ja. Und weiterhin wichtige Städte hier in Polen. Also, Polen sind wir auch richtig am Vormarsch. Estland gehört nun auch schon zu uns. Das sind schon zwei Länder erobert im zweiten Part. Souverän würde ich das nennen. Souverän. Wenn wir unsere Rebellen mal wieder ein bisschen senken, ne?
Wie viel haben wir jetzt noch? Ja, 700.000 wieder. Easy. So, weiter in Polen angreifen halt. Wir wollen jetzt aufs Ganze gehen in Polen, ne? Guck mal, 2 Millionen. Bruder. 2 Millionen Truppen haben wir da jetzt stehen in Polen. 2 Millionen Männer. Bruder. Ja, Bosnien-Herzegowina sind wir, oh, wir mit Österreich sind wir im Krieg, das geht ja nicht. Bosnien sind wir nicht im Krieg, also daher. Aber wenn wir Polen nicht bekommen, werde ich auch nicht, Alter. Wieder militärisch aufklären und wieder fehlgeschlagen. Oder? Ah ne, Erfolg, Tatsache, oh Gott. Okay, wir sind tief einmarschiert in Polen. Sehr, sehr tief, okay. Easy. Ich würde sagen, das war's dann wieder für den Part. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst. Das wäre nicht richtig super. Und dafür, dass wir auch schon zwei Länder eingenommen haben hier. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Oder machen wir Pokémon Rot. Würde mich freuen, wenn ihr auch da vorbeigucken würdet. Aktiviert die Glocke auf jeden Fall, das ist wichtig. Und dann bis dann. Und ciao.